nächste Challenge wird sein, ihr habt eine Woche Zeit, irgendwas zu backen. Wir haben jetzt Schokoladenplättchen für die Cookies. Wir gehen backen. Da ist eine Pulle wieder weiter. Der Bri hat auch seine Kochsachen mit, seine Backsachen meine ich, tut mir leid. Kochsachen, Süd. Kochsachen, hier so ein halbes Kochen ist das. Das ist Backen. Das ist mit, aber extra Zutaten, also ist okay. Würde ich sagen. Mehr als wir sonst machen. Das stimmt. Und ich kann sagen, ich habe selber was dazu gemacht. Ja, das stimmt. Das finde ich cool. Ich habe hier meine Kekse, meine Schoko-Dinger hier für die Kekse. Und auch eine Pulle Vitaweit. Oh, was ist denn los, Großer? Na, Ben, Freunde, willkommen in der Küche. Ja, wir werden heute backen, Freunde, wie wir bereits besprochen hatten. Ich zeige euch mal einmal ganz kurz meine Zutaten. Wir brauchen 280 Gramm Mehl. Ich werde auch alles in meine Kommentare oder hier irgendwo einfügen. 250 Gramm Butter, die weich ist, die ist hart. Muss ich gucken, wie ich das mache. Ich habe die schon in die Mikrowelle gepackt, vielleicht geht das so. Dann brauchen wir Backpulver. Schokodinger habe ich gerade bei Rewe gekauft, falls ihr es gesehen habt. Vielleicht nehme ich die, vielleicht nehme ich aber auch die Schokostreusel aus Amsterdam. Die sind echt geil. Zwei Eier, einen Teelöffel Salz brauchen wir, Zucker brauchen wir, ich glaube 200 irgendwas. Dann haben wir hier noch ein paar Schüsseln, mit denen ich arbeite. Mal gucken, was es wird. Ja, das ist das erste Mal, dass ich jetzt backe. Ich hoffe, das wird gut werden. Ich hoffe, das wird gut, weil Debbie wird vorbeikommen nachher später und dann müssen die Kekse auch schmecken, weil nicht, dann ist es blöd. Aber let's go for it. So, Freunde, der erste Schritt wird sein, die Butter, die wir haben, einmal 250 Gramm rein in den Topf. Dann müssen wir da jetzt noch Zucker reinmachen, 260 Gramm, das heißt wir wiegen das einmal ab, machen hier auf 0, nehmen unseren Zucki, nehmen wir hier rein, das wird zu lange dauern. 260 Gramm Sugar, den wir jetzt dazu packen. Und jetzt müssen wir das mixen. Also Freunde, ich weiß nicht, ob das so aussehen soll, aber warum ist die ganze Butter in meinen Dingern hier drin? Okay, jetzt müssen hier die Eier rein. Zwei Eier einmal. Und jetzt weitere 3 Minuten rühren. So, jetzt brauchen wir in einer separaten Schüssel, also wir haben jetzt den Bums hier zusammengezaubert. Jetzt müssen wir hier 280 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Backpulver reinpacken. Mehl habe ich hier. Also vielleicht das Ding anmachen, wäre ganz schlau. Das sind genau 200. 81 und 280. Dann ein Teelöffel Salz. Okay, das ist Salz. Boah. Zack. Boah. Das ist alles so salzig im Mund. Fuck, war das dumm. Und einen Teelöffel Backpulver. Alright. Und jetzt soll ich was machen damit? So im Internet steht, man soll das jetzt mit einem Löffel unterrühren und nicht mit einem Handmixer. Das Ganze machen wir auch, keine Sorge. ja, und jetzt give it a try, würde ich mal sagen. Man soll das so lange mixen, bis man so gerade so kein Mehl mehr sieht. Das werden wir jetzt auch machen. Das wird auf jeden Fall immer anstrengender. Oh, die Unterarm-Workout, holy smokes. Kann man das auch mit meinen Händen machen, oder nicht? Funktioniert das so nicht, Teig zu machen? Keine Sorge, ich habe meine Hände gewaschen, Freunde. Das macht es aber nicht weniger anstrengend. Oh, okay, mir richtig einen Krampf, Alter. Guckt euch das an, Jungs. Das habe ich gezaubert. Gesaubert, ne? Gezaubert habe ich den Quatsch. So, ich glaube aber, die haben gesagt, dass man das nicht also zu viel machen soll, weil wenn man kein Mehl mehr sieht, dann ist es gut. Und ich sehe kein Mehl mehr. Deswegen würde ich mal einmal behaupten jetzt, dass wir fertig sind.
Müssen nicht noch gleich die Schokostreusel mit rein eigentlich? Kann man doch eigentlich schon machen, oder? Bin ich mir nicht sicher. Okay, Freunde, ich hatte recht, der Teig ist soweit fertig. Wir packen jetzt noch Chocolate Chips rein quasi. Ich bin noch am überlegen, was von den beiden ich nehme. Ich glaube, ich nehme die ich gekauft habe. Und dann rein damit. Obwohl, nee, die sind ein bisschen zu groß. Die kann man nochmal oben extra drauf machen. Ich glaube, wir werden die hier reinpacken. Und das machen wir doch einfach mal jetzt rein, oder? So, und dann nochmal ein bisschen den ganzen Lachs. So, Freunde, Teig sieht fertig aus. Dann sehen wir uns gleich, wenn Debbie da ist und wir den Backofen vorheizen. Freunde, wir sind eine First Person. Wie cool ist das denn? Ich will nicht wissen, wie ich von der Seite aussehe. Debbie ist da. Das heißt, jetzt werden Kekse gebacken. Wie gesagt, wenn sie da ist, fangen wir an. Das heißt, wir fangen jetzt an. Wir haben hier mal einen schönen Teig. Guckt euch an. Sieht schon cool aus, ne? Echt, dieses First Person, echt cool. So, einfach jetzt ein paar Bubbles hinpacken, ne? Ich will den irgendwie anfassen, den Teig. Ich will den irgendwie anfassen, den Teig. Der ist sehr weich und sehr klebrig. Sehr viel Zucker, oder? Der ist sehr viel Zucker. Das Ding ist, ich habe vorhin einen Löffel Salz probiert, weil ich nicht wusste, ob das Salz oder vielleicht doch Zucker ist. Es war so salzig. So kleine Bubbles, ja, nicht? Jojo. Brauchen wir bestimmt noch einen zweiten. Aber der ist echt. Du kannst ruhig dicker machen. Ja, ich hab vor. Du hast Hunger? Hatte ich gerade vor. Okay. Das Ding ist halt, die werden ja sich noch ausdehnen, weißt du? Eigentlich brauchst du so einen Eisscoop. Hab ich leider nicht. Ich sehe wirklich nicht. Guckt euch die Kamera an. Ja, da ist mein Stativ im Weg. Kann ich so viel nehmen, ja, ne? Ja, ich glaube. Also, da musst du. Also, nur noch eine Reihe ein bisschen weiter hier hin, weil sonst zerfließt er da rein. Das wird ein fettes Ding. Oh, geil. Also, sie hat den Teig approved. Mein Teig ist lecker. Weil sie snackt ihn die ganze Zeit. Oh, das ist lecker. Erste Schicht ist fertig, ein paar haben noch so Schokodinger drin. Ein paar haben es doppelt. Das ist geil. Umluft. 190 Grad. Vorheizen lassen. Und tschüss. Pack ich die oben rauf oder unten? Sag. Ich werde da untergehen. Wir müssen die halt wechseln einmal. Ja. Jetzt müssen wir 10 bis 13 Minuten warten und zwischendurch einmal wechseln. Jibi. Das können auch 9 Uhr fest. Ich habe Kekse. Debbie hat Kekse. Die sind alle zu einem dicken Keks zusammengeworfen. Ah, die sind eigentlich ganz deswegen machst du die auseinander, aber die sind gut geworden. Freunde, das erste Mal gebacken und die sehen geil aus. Taste Test kommt noch. Ich habe keinen Akku mehr. Also wird es wahrscheinlich im Nachhinein aufgenommen. Aufgenommen. Das sieht ein bisschen funny aus. Ja. Ich glaube, das ist sehr lecker. Review, Kessel, Eis, Moin. Er hat noch nicht probiert, er weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Wie eine Empfehlung des Chefs? Die Empfehlung ist ganz klar, so einen zu nehmen. Mhm. Aber ich sage dir, die mit Schoko natürlich mehr süßer, ne? Aber ich glaube, die ist ein bisschen weicher im Kern. Den hier? Du kannst ihn umdrehen, dann siehst du, ob der karamellisiert ist, ne? Stark. Ja, oder nimmst den hier. Hier noch bei der ist ein bisschen heller. Du wirst eh mehr essen. So, Freunde, das erste Bild, was ich bekommen habe, sind Brötchen. Da hat sich jemand hingesetzt und mit seiner Mom zusammen Brötchen gebacken. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, weil das ist mal was anderes als jetzt ein Kuchen zum Beispiel. Und er meinte auch, die Brötchen waren wirklich sehr lecker. Dann sehen wir jetzt ein Video im Hintergrund laufen, wo jemand mit seiner Freundin Kekse gebacken hat. Und auf dem Keks steht sogar Grabs drauf nochmal am Ende. Beziehungsweise Mr. Grabs, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, wenn ich das hier aufnehme. Aber richtig, richtig süß hat er geschrieben, meine Freundin und ich haben heute Jahrestag und haben gestern Abend Kekse zusammen gebacken. Und haben erstmal ein Video zusammengeschaut
und haben dann bei der Challenge mitgemacht. Und das finde ich cool, Freunde, weil das ist auch jemand, der bei der Spaziergehen-Challenge jeden Tag mitgemacht hat. Fand ich auf jeden Fall richtig, richtig big und richtig, richtig cool. Dann haben wir hier ein Bild vom Kuchen, das habt ihr auch im Thumbnail gesehen. Das hat meine Mom gemacht, die habe ich mir jetzt einfach mit ins Video reingenommen. Dann haben wir hier einen weiteren Kuchen von einem Zuschauer, da hat jemand Käsekuchen gemacht. Er meinte selber, sieht nicht so lecker aus, schmeckt aber wirklich richtig, richtig gut. Und ich finde, das zählt. Da hat er auch gesagt, er hat es nicht komplett alleine gemacht, sondern mit seiner Mom zusammen, aber ich finde, das ist trotzdem richtig geil. Dann haben wir hier wieder jemanden, der Weihnachtskekse gebacken hat. Auch sehen sehr schmackhaft aus. Dann nochmal Weihnachtskekse, diesmal ein bisschen anders, mit so einer Art kleinen Gelee, würde ich mal sagen, oder Marmelade, bin ich mir nicht ganz sicher. Sehen auch wirklich sehr, sehr köstlich aus. Dann haben wir hier noch einen Kuchen von Jonas. Hat er auch selber gebacken, auch das erste Mal gebacken, genauso wie ich. Auch richtig, richtig geil und schmeckt auch lecker. Zu guter Letzt würde ich mal sagen, haben wir hier etwas dunklere Weihnachtskekse. Er meinte auch, die sehen echt nicht gut aus, aber die schmecken gut und das zählt. Und er hat die Kekse gemacht. Er hat mir sogar noch heute geschrieben, hey, wie viel Zeit habe ich noch für die Kekse machen? Ich meinte nur noch heute, beziehungsweise wie viel Zeit habe ich was zu backen? Ich meinte nur noch heute. Er hat es gemacht, er hat heute gebacken. Absoluter King. Hallihallo und willkommen zum Ende der Challenge. Wir haben Samstag heute und heute endet die Challenge. Eine Woche lang haben wir Zeit, irgendwas zu backen. Und wie ihr gesehen habt, habe ich mich um Cookies gekümmert. Ich habe Cookies gebacken. Viele meiner Zuschauer haben verschiedene Sachen gebacken. Ich habe sehr viele Weihnachtskekse gesehen. Ich habe Kuchen gesehen. Aber Freunde, ich möchte gerne vorher einmal mit euch kurz einmal das typische Resultat meiner Wochenchallenge besprechen mit euch. Wie ihr wisst, ein kleines Büchlein habe ich wieder hier. Und zwar war diese Quest wieder was echt Geiles. Es war was komplett Neues. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben gebacken. Ich habe es noch nie versucht, ich habe mich nie getraut. Ich habe immer nur bei Debbie zugeguckt und habe mich selber nie wirklich dran getraut. Und diesmal habe ich alles selber gemacht. Und das finde ich cool. Es ist nicht schwer. Man arbeitet legit nach Rezept und das ist wirklich einfach nur nachmachen, was da steht. Also es ist nicht schwer. Wahrscheinlich ist eine andere Art von Backen nochmal schwerer, aber die ich jetzt gemacht habe, nicht. Es gab ein, zwei Aspekte, die vielleicht, also dieses Teigkneten ist schon ein bisschen anstrengender, als ich gedacht habe. Aber es ist trotzdem was Cooles. Es ist sehr, sehr lecker. Also es lohnt sich wirklich, die Kekse waren wirklich deliziös und ich finde dadurch, dass es wieder etwas Neues ist, was ich gemacht habe, viele meiner Zuschauer auch gesagt haben, extra wegen der Challenge haben die sich hingesetzt und das erste Mal versucht, was zu backen. Und Freunde, deswegen bin ich doch hier. Das ist doch alles, was ich erreichen möchte, dass ich und ihr was Neues ausprobiert und das ist wieder ein großes W unserer Challenge oder unserer YouTube-Quest und genau, das freut mich erstmal. Und Freunde, die nächste Challenge ist wieder etwas, was wir jeden Tag machen müssen. Wir hatten ja jetzt einmal jeden Tag spazieren gehen und jetzt eine Woche Zeit, eine Sache zu machen. In dem Sinne war es jetzt Backen. Und die nächste Challenge dreht sich um Fotografie. Ihr könnt es entweder so machen, dass ihr ein cooles Bild schießt in der Woche oder ihr sagt euch, komm, ich nehme mir vor, jeden Tag oder so oft wie ich kann, ein cooles Bild zu schießen. Sei es jetzt von einem Vogel, was ihr schön seht, findet, von euren Freunden, von euch. Einfach ein cooles Bild, wo ihr sagt, ey, das möchte ich gerne ins Video schicken. Ich sag jetzt mal nicht einfach so ein Bild von euren Füßen oder so einen typischen Runzen-Net, sondern wirklich was, wo ihr euch Gedanken drüber macht und sagt, okay, hier sieht der Baum jetzt cool aus, davon mache ich jetzt ein Bild. Das finde ich schön, das möchte ich so dokumentieren als Montag zum Beispiel. Und als Dienstag nehmt ihr was anderes, was euch gerade so im Sinne kommt oder was ihr gerade seht. Und das ist die neue Challenge, da kann jeder von euch mitmachen und ich möchte wirklich jeden von euch dabei sehen. Ich möchte jeden von euch sehen, wie ihr mir ein Bild schickt, jeden Tag am besten. Man muss nicht viel dafür machen. Ihr könnt auf dem Weg zur Schule ein Bild machen. Ihr könnt auf dem Weg nach Hause ein Bild machen. Ihr könnt zu Hause ein Bild machen. Macht einfach Bilder, Freunde. Die nächste Challenge wird Fotografie sein. Wir haben eine Woche Zeit, jeden Tag ein Bild zu knipsen.